Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Thief mit mir, dem Leo. Ja, wir sind jetzt aus Aarons Versteck geflogen, genau. Nach einigen Problemen, dort den Eingang zu finden. Also wenn ich so ein Versteck hätte, ne? Ich würde ja irgendwann selber vergessen, wie ich da reinkomme, weil ich den Schalter nicht mehr finde. Haben wir das auf jeden Fall abgehakt. Jetzt müssen wir mal zurück zu... Wo müssen wir eigentlich hin? Quests? Wo sind meine Quests? Genau, wir müssen zum Puff... Bordell, sorry. Und genau, dort, müssen wir irgendwas rausfinden. Ich weiß gar nicht, was wir rausfinden müssen, ehrlich gesagt. Steht das auch da? Okay. Mit dem Ring hat es immer noch zu tun. Ihr seht, ich passe richtig gut auf. Nee, ist nur eine Weile her, dass ich gespielt hatte. So. Ja. Das ist bloß die Frage. Ich glaube, hier sind keine Wachen mehr, oder? Aber safe kommen wir hier nicht runter. Da werde ich mir die Beine brechen. Aber vielleicht hier. Ja, geht. Gerade noch so. Hast du es ausgekundschaftet? Das Haus der Stadtratswache? Ja, habe ich. Streng bewacht. Wie vermutet. Und die Büste des Barons? Reines Gold. Ein Vermögen wert. Sogar mit der Visage von Northcrest. Leider wird die Büste nachts mit diesem speziellen Sicherheitsmechanismus eingesperrt. Verdammt, zu riskant. Ich blase die Sache ab. Soll jemand anders für den Versuch hängen, sie zu stehlen? Interessante Information, die man hier bekommt. Wenn man hier mal ein bisschen zuhört. Eine Büste. Ich weiß jetzt aber gerade schon wieder vergessen, wo die ist. Ja. Warum kriege ich so eine Quest jetzt nicht automatisch? Wäre doch gut. Die zu stehlen. Optionale Quest. So, Weg des Barons Süd, okay. Da vorne müssen wir hin. Da hinten ist noch eine Wache. Kommt die hierher? Kommt hierher, oder? Bitte nicht hier nach oben. Warte mal, mein Freund. Guck mal deine Fackel an, ne? Die ist wunderschön, die Fackel, ne? Ist die nicht schön, die Fackel? Hast du eine schöne Fackel, ja? Hast du eine schöne Fackel? Gucke mal, eine schöne Fackel. So, jetzt hältst du die Schnauze. Geht dort jemand spazieren? Na, ach Quatsch. Wow. Das war jetzt leicht knapp. Hier liegt jemand! Das erste Opfer dieses Feiglings! Hilfe! Er ist also tot. Tausend Dank, aber jetzt muss ich dich töten. Jojo. Komm, stirb. Noch jemand, der es mit mir aufnehmen will, hä? Hä? Dein scheiß Gold her, Alter. Kommst jetzt hier in die dunkle Gasse reingeworfen, wirst du. Das ist ja schwer, ey. Komm, ich legen wir hier in die Ecke. So, have fun. Auch. Sicherheitsmaßnahmen müssen sein. Gerade vorm Bordell. Zack.
Zwar nicht ganz so professionell hier die ganze Sache, aber wenn wir zum Ziel kommen, ist es doch gut. Warte mal, hier ist noch. Ich liebe das hier in Thief, dass hier so eine versteckten Räume sind, wo hoffentlich das Zeug liegt. Was zwar ziemlich unrealistisch ist, aber solange es den Geldbeutel füllt hier, ist es doch gut. Fisch. So. Rote Lampen, ja, das ist wunderbar. Ich würde hier irgendwie einfach mal gerne eine Folge durch die ganze Stadt wandern und einfach nur ein bisschen auskundschaften irgendwie. Ich glaube, das machen wir mal. Denn ich glaube, hier gibt es so einiges zu entdecken auch da oben. Guck mal, das leuchtet verführerisch. Das machen wir mal eine Folge lang. Nur durch die Stadt wandern. Ein bisschen was rauben und plündern, diese ganzen Wohnungen und entdecken. Das wird doch bestimmt cool. Was ist denn da drüben eigentlich jetzt auch rein? Nee, ne? Alright. Schaffen wir das noch, die Folge? Ja, komm. Der Eingang des Hauses der Blüten muss hier irgendwo sein. Okay. Jetzt aber auch nochmal hoch, warte mal. Ganz kurz mal auskundschaften. Aber hier ist nur ganz normale Stadt, im Anführungsstrichchen. Können wir auch nochmal gucken, aber hier ist auch nichts. Hier irgendwelche Wachen oder so? Kommt schon, Mädels. 10 Minuten. Mehr will ich nicht. Ihr steht im Haus der Blüten auf der schwarzen Liste, Lord. Du bist gar kein Lord mehr, stimmt's? Schwarze Liste? Wie lange? Bis du wieder Geld hast, Edmund. Also für den Rest deines Lebens. Aber du findest sicher eine billige Hure in den Gassen, die dein Verhalten erfüllt. Wir sind hier auf jeden Fall richtig, würde ich mal sagen. So, da soll der Eingang sein, aber wenn wir hier mal rein können, dann können wir das ja mal ausprobieren. Ne, ich will das Schloss knacken. Komm. Scheint der relativ easy zu sein. Meisterdieb, wir sind der Meisterdieb. Wir sind der Meisterdieb. Und der Meister Untertassenstehler. So. Wonderful, wonderful. So, okay. Wie kommen die denn hier rüber, sag mal? Ach, hier haben sie so eine. so eine Dings. Eine Zugbrücke. Ist ja wie eine Festung hier, ey. So, warte mal, jetzt müsste das doch eigentlich gehen. Hä? Geht das gar nicht runter? Hier schon richtig gediegen einziehen und nicht so wie du. Muss ich in der scheiß Kanalisation hier warten, ey. Scheiß hier. Ja, man kommt hier doch gar nicht anders rein. Muss doch gehen. Komisch.
Komische Sicht zeigt mir auch nicht an, wo ich hinschießen muss. Ich weiß das ja auch nicht. Oder muss ich einen anderen Pfeil nehmen? Das waren doch die, die ich gerade hatte, oder nicht? Hm. Toll, jetzt habe ich die aufgebraucht. Sag mal, wo ist denn hier eigentlich der nächste Händler? Karte. Händler. Kann ich das irgendwie markieren? Natürlich nicht. Eigentlich müssen wir nochmal zum Händler gehen. Wir haben so wenig Zeug. Guck mal. Aber das schaffe ich doch jetzt gar nicht mehr, die Folge. Ach. Breitkopfpfeil raufschießt, bringt das auch nichts, oder? Jetzt bin ich natürlich runtergefallen, wunderbar. Hä? Hey. Habe ich aus Versehen was gegessen. Ach, fuck. Was mache ich denn hier für eine Scheiße? Verdammt nochmal. Mann. Mann, ich raste aus. Komm, wir gehen jetzt zum scheiß Händler, ey. Ich habe jetzt keinen Bock mehr hier. Mann, ey. Mir hat auf die Eier. Ich bin Leo. Ich muss mal das irgendwie für Xbox kaufen. So, geradeaus und dann rechts halten, okay. Jetzt irgendwie hoch. Oh Mann, Freunde, ich sag euch, es wird los. Nein! Nix. Ich werde dich töten. Ach. Scheiße. Ich hab gewartet, bis ich dran bin. Ah ja, whatever. Komm, lass mich in Ruhe. Der ist doch jetzt weg, oder nicht? Naja. Ich gehe mal hier rum. Oh, hier liegt auch noch was. Guck mal. Wo bin ich jetzt? Nicht besonders weitergekommen, okay. Kann ich den hier zufällig markieren irgendwie? Es fehlt noch die Markierungsfunktion. Gibt es bestimmt als DLC oder so. So. Ich muss aber genau in die andere Richtung eigentlich. Aber wenn ich jetzt hier lang gehe, dann bringt mir das da nichts. Was haben wir denn hier eigentlich Schönes drinne? Nix. Ich bin voll zu sehen gerade. Aber jetzt nicht mehr. Na ne, bis man hier mal zum Händler kommt, ey, dann muss der echt... Hm.
Natürlich haben die hier, weißt du, so eine arme Bude, aber so ein scheiß Goldbesteck haben sie hier liegen, ey. Gucken. Okay. Da vorne muss ich rein. Sprich da, okay. Stecken wir auch nochmal ein. Ich glaube, hier gibt es echt alle in der Stadt schon jede Menge Zeug zu holen. Das brauchen die auch nicht mehr, ne? Hier ein schönes Bild. Das brauchen die ja nicht mehr. Das ist ja eh alles nur Plunder und Zeugs. Mal gucken, ob hier noch Wachen sind. Da unten ist eine Wache. Der geht aber, geht mir hin. Warte mal. Kommt wer? Der ist umgedreht. Tschüss. Ich glaube, das war sogar der mich vorhin verfolgt hat. Hat er seine gerechte Strafe bekommen. So, das Sirenennest. Gucken wir uns jetzt mal an. Die Folge noch. Und dann ist auch Schluss. Und dann habe ich auch genug Zeug. Und finde hoffentlich einen Weg in diesen... in dieses Bordell hinein. Muss es in der Kanalisation lassen. Darf nichts verraten. Sie werden mich verfolgen und im Schlaf töten. Gott, was ist, wenn Sie die Schwermut sind? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag mal, hast du die rote Jenny gesehen? Ich werde zur Witzfigur. Hast du was gegessen? Nein, nein. Der übelsten Sort. Elden und ich hungern abwechselnd. Das verzögert die Sache. Nur Mut. Nur Mut. Ja. Wo gibt's denn den Händler? Bist du der Händler? Du bist der Händler, ne? Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Nee, danke. Ich brauche dringend Essen und Mohn. Mohn ist so teuer, Alter. So, dann hier auch noch einmal. Oder jetzt kaufe ich jetzt hier nochmal ein paar stumpfe Pfeile. Hier, warte mal. Hier auch nochmal ein paar. So. Könnte ich natürlich auch was verkaufen, theoretisch, aber. So einen Schraubenschlüssel bräuchten wir eigentlich auch mal. Weil da immer solche Dinger sind, wofür man die ständig braucht. Die könnten wir auch mal kaufen, ne? Das erhöht den Maximalfokus. So. Ich werde zur Witzfigur der übelsten Sorte. Was haben wir denn hier oben noch? Das ist doch Basse, oder? Wer bist du denn? Oh, werter Sir. Könntet ihr mir wohl helfen? Ich bin der große Vittori, Kurator von Kuriositäten, Wächter von Wundern. Jeder kennt die Vittoris vom weit entfernten Illyria. Ich kannte jemanden aus Illyria. Der klang ganz anders. Was? Euer Akzent verrutscht. Mist. Aber das ist Pferdehaar aus Illyria. Für die Show. Darbietung, Sira. Darbietung ist alles. Ihr solltet das wissen. Seht euch doch an. Nee. Na? Na? Wie kann ich euch nicht? Ich hörte, ihr benötigt Hilfe. Ach, furchtbare Zeiten. Erst beschlagnahmt die Wache mein Schiff, dann schleichen Diebe an Bord und stehlen meine besten Attraktionen. Unbezahlbar, Sira.
Also eine neue Nummer? Nein, ich... Das heißt, Moment. Jetzt, wo ihr sagt, ihr werdet durchaus interessant. Die Damen mögen Leder. Das war keine Bewerbung. Ach so. Nun, dann könntet ihr meine Existenzgrundlage wiederherstellen. Was sagt ihr? Seid ein Kerl. Das Erste, das mir fehlt, ist ein sprechender Schädel, der weissagen kann. Eine bemerkenswerte Kuriosität. Sagt mir, Freund, wollt ihr die Zukunft wissen? Lasst mich raten. Ich finde den Schädel und bekomme viel Geld. Ha, sehr gut, Sira. Der Schädel selbst wäre beeindruckt. Viel ist vielleicht etwas übertrieben. Angemessen trifft es besser. Stehlt ihn den Schurken, die ihn mir gestohlen haben. Ausgleichende Gerechtigkeit. Helles Köpfchen, Vitori vermisst sein verblüffendes Orakel der Zukunft. Den unglaublichen sprechenden Schädel. Zweifelsohne wird irgendjemand ein solches Kuriosum auf dem Schwarzmarkt absetzen wollen. Ja, komm, machen wir. Euer Edelmut lässt Männer weinen, Sir. Man wird gewisslich Geschichten über euch erzählen, Sira. Wo versteigert jemand ohne Moral einen kriminell erworbenen Weissagungsschädel? Das ist einfach. Auf dem Schwarzmarkt. Na gut, machen wir das. Ist auch irgendwas? Du hast eine Pfeife. Ja, okay. Ja. Was ist ein Jahrmarkt ohne Attraktion? Halt die Fresse. Alright. Dann gehen wir mal hier raus und ich würde sagen, das war eine sehr total spannende Folge mit viel Action und es hat bestimmt richtig viel Spaß gemacht zuzuschauen. Lasst mir doch bitte einen Like und einen Kommentar da und ganz viel Favoriten und abonnieren. Okay, danke schön. Tschüss. Nein, okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry, dass es eine etwas langweilige Folge war, aber das muss ja auch mal sein. In der nächsten Folge starten wir dann durch zum Bordell. Genau. Also bis dahin, haut's rein.